willkommen bei Reif Live, herzlich willkommen bei Schulreif. Heute geht es um das sogenannte Gamut Mapping, also die Farbraumtransformation, die Umwandlung von einem Farbeindruck in einen anderen. Ihr habt euch bestimmt schon über den lustigen Titel gewundert, Parship für Farben, das Gamut Mapping. Ja, und was dahinter steckt, das schauen wir uns jetzt einfach mal in aller Ruhe an. Erst einmal, worum geht es beim sogenannten Gamut Mapping? Wir haben, ich habe es mal ganz grob dargestellt, wir haben ja unsere bekannten Farbräume RGB und CMYK. Und ich muss jetzt in meiner Farbraumtransformation im Produktionsprozess ja irgendwann von RGB nach CMYK umswitchen. Das heißt, also ich gehe von einem meist größeren RGB-Farbraum in einen meist kleineren CMYK-Farbraum. Die sind natürlich nie genau deckungsgleich. Ihr wisst, ihr kennt das vielleicht vom ColorSync-Dienstprogramm oder ähnlichen Programmen her. Ihr könnt euch diese Farbräume dreidimensional anschauen. Die sind nie deckungsgleich, das sind amorphe Gebilde letztendlich. Und ja, irgendwie muss ich jetzt von den RGB-Werten nach CMYK kommen. So, darum geht es also. Wie bekomme ich jetzt von einem RGB-Wert möglichst passend zu einem CMYK-Wert? Und wo liegen diese? Das schauen wir uns gleich nochmal am Monitor, am Bildschirm an. Da zeige ich euch noch was dazu. Erst nochmal hier gerade eine kleine Einführung. Und was hat das Ganze mit Parship zu tun? Wenn ihr Parship kennt, könnt ihr auch halt die Farbraumtransformation, könnt ihr Gamut Mapping machen. Was passiert bei Parship? Bei Parship werden passende Partner gesucht, die werden dann zueinander gematcht und zwar anhand von ganz bestimmten Kriterien. Genau das gleiche hier. Wir rechnen nicht mehr in Form von RGB-Werten und Graukomponente das Ganze nach CMYK, sondern wir suchen nach passenden Partnern. Wir matchen also anhand, wie bei Parship auch, anhand verschiedener Kriterien die passenden Farborte zueinander. Das heißt also, wenn ich jetzt meinen Farbort hier in RGB habe und der muss jetzt nach CMYK transformiert werden, dann schaut man nach, man ist die CMM, die Color Matching Method oder das Color Matching Module. Das könnt ihr auch in Photoshop einstellen, auch dazu gleich noch vielleicht ein bisschen mehr. Und diese CMM hat jetzt die Aufgabe, die Farben zueinander zu matchen. Die passenden Partner anhand bestimmter Kriterien, die wir quasi mit dem Gehirn, mit dem Auge wahrnehmen, ja, also das Papierweiß zum Beispiel, die vorhandenen Druckfarben, alle möglichen Parameter rund um den Druck, das sind alles mögliche Parameter, nach denen jetzt dann diese Farben zueinander passend gematcht werden. Und das schauen wir uns jetzt, würde ich sagen, am besten mal am Monitor an. So, schauen wir uns das Ganze jetzt hier einmal in einer vorbereiteten Ansicht einmal an. Und zwar, bei unserem Gamut Mapping gibt es eigentlich vier mögliche Fälle, die wir unterscheiden können. Und zwar, ich habe nochmal eben wie an der Tafel auch nochmal dargestellt, unseren RGB-Farbraum, das ist jetzt hier der rote Kreis, und unseren CMYK-Farbraum, das ist jetzt hier der blaue Kreis. Und mein Kreuzchen hier jeweils, das stellt jetzt die Farbkoordinate dar, die wir jetzt in dem Fall betrachten. Ja, beim ersten Fall ist es so, dass unsere Farbkoordinate, unser Farbeindruck, den wir haben, ganz wichtig, wir sprechen jetzt hier tatsächlich von einem, mein Lieblingswort, von einem sogenannten Farbeindrucksraum, also gar nicht mehr von einem Farbraum, sondern von einem Farbeindrucksraum. Und wir haben jetzt an der Stelle jetzt diesen Farbeindruck, den wir mit unserem Auge, mit unserem Gehirn wahrnehmen. Das ist eine Blume draußen, eine Blüte, irgendwas Schönes, Buntes, wunderbar. Und meine Digitalkamera im RGB-Farbraum kann diesen Farbeindruck aber gar nicht wiedergeben. Natürlich sind die Pixel an der Stelle nicht weiß, weil da nichts hinkommt, oder schwarz, ja, in dem Fall, sondern logisch, dieser Farbraum muss jetzt natürlich in irgendeiner Form übersetzt werden. Das heißt, diesen Farbeindruck, diesen Farbort im LAB-Farbraum, den sehe ich, den kann ich mit meinem Auge wahrnehmen, aber mein RGB-Gerät, in diesem Fall jetzt meine Digitalkamera, kann diesen Farbeindruck so nicht erfassen. Das heißt, ich wandle diesen Farbeindruck, oder dieser Farbeindruck muss jetzt schon zur Darstellung in RGB umgewandelt werden. Selbstverständlich ist das jetzt ein Wahnsinns-Extremfall natürlich, aber kommt natürlich auch vor. Und bei meiner Darstellung, wo jetzt die beiden Farbräume so weit auseinander liegen, könnt ihr euch aber vorstellen, dass jetzt hier tatsächlich hier schon ein kleiner Farbwechsel natürlich vom Farbeindruck her passiert, aber der Weg natürlich jetzt hier riesengroß ist. Ja, aber ganz egal.
Zusammenfassend, ja, dieser Farbeindruck kann vom menschlichen Auge gesehen werden, in RGB, in CMYK nicht darstellbar. Das heißt, dieser Farbeindruck wird auf alle Fälle eine Änderung erfahren. Dazu gibt es ein schönes Online-Tool, iccview.de. Das könnt ihr halt auch dann im Internet anwenden und das ist wie das ColorSync-Dienstprogramm, nur etwas komfortabler noch. Das heißt, ihr könnt jetzt sogar eine LAB-Koordinate hier eingeben und könnt euch jetzt diesen Farbort dann in Bezug zu den von euch gewählten Farbräumen angucken. Schaut es euch an. Ich verlinke das Ganze auch nochmal im Video. Hier seht ihr schon mal die URL dazu. Und aber das ist ein tolles Tool, mit dem man sich das Ganze nochmal vor Augen führen kann. Der zweite Fall. Unser Farbort liegt im RGB-Farbraum, aber nicht im CMYK-Farbraum. Auch diese Möglichkeit, das ist, denke ich mal, das gängige halt. Ja, das heißt, meine Digitalkamera erfasst diesen Farbraum, also ich sehe ihn und habe quasi meine Kamera oder mein RGB-Gerät kann diesen Farbeindruck auch genauso wiedergeben. Er erfährt keine Änderung des Farbeindruckes, aber wenn ich diesen Farbort jetzt, diesen Farbeindruck in CMYK darstellen möchte, dann muss natürlich hier in irgendeiner Form eine Änderung passieren. Wie das Ganze passiert, dazu wechseln wir gleich nochmal ans Whiteboard, aber dann dazu mehr. Ihr kennt dieses Ding hier aus Photoshop eigentlich heraus auch. Auch dazu habe ich hier mal so den kleinen Screenshot hier unten noch mit reingebracht. Und zwar, wenn ihr im Farbwähler eine Farbe eingibt, dann poppt hier irgendwann, je nachdem, was ihr für eine Farbe eingestellt habt, wie gesättigt oder wie hell die ist, dann poppt hier das kleine Warndreieck auf und sagt, Achtung, Warnung, Farben bei Ausgabe außerhalb des Farbumfangs. Das ist genau der unser sogenannter Gamut, der darstellbare Farbumfang, darstellbaren Farbeindrücke unseres Ausgabefarbraumes und der liegt jetzt definitiv außerhalb dann unseres Zielfarbraums CMYK. Das heißt also zur Darstellung ist auf alle Fälle eine Änderung in Photoshop oder generell der Farbe notwendig. Wir switchen mal kurz um zu Photoshop. Gehen da mal rein. Ich bin erst einmal gerade hier in den Farbeinstellungen drin und ja, hier ist der Kerl, der das Ganze dann zu verantworten hat, nämlich unser sogenanntes Modul oder unsere CMM, unser Color Matching Module. Apple, es sind zwei jetzt bei mir hier drin, also die Apple CMM, das Color Matching Module und Adobe hat ACE, also die Adobe Color Engine. Adobe macht immer was anderes, aber da wir mit Adobe-Programmen arbeiten, nutzen wir natürlich selbstverständlich die Adobe CMM hier, die ist jetzt voreingestellt und an der Stelle, da gehe ich jetzt hin und sage, okay, das Ding hier ist jetzt dann für diese Farbraumanpassung oder Farbeindrucksanpassung verantwortlich und er passt mir dann die Farben aufgrund meiner Vorgaben hier RGB und CMYK, von wo komme ich denn und wo möchte ich hin entsprechend an. Er nimmt noch hier, in Photoshop heißen sie Priorität, in dem Fall hier die sogenannten Rendering Intents noch mit. Auch dazu gleich nochmal am Whiteboard ein bisschen mehr und auch dazu sind noch zu den drei gängigen, also perzeptiv, relativ und absolut farbmetrisch, sind schon ein paar Videos in Planung und lasst euch überraschen, was dann kommt. Ja, wir gehen zurück noch einmal in unsere Präsentation hier rein, in der PDF-Datei und wir schauen uns den dritten Fall an. Das ist der einfachste eigentlich. Ja, also ihr seht, unser Farbort, unser Farbeindruck, der liegt jetzt innerhalb der Schnittmenge jetzt von RGB und CMYK. Also wahrscheinlich auch mit der Großteil dessen, was passiert. Ihr habt bestimmt sRGB und ISO-Coded beispielsweise schon mal im Vergleich gesehen. Das sind auch die beiden jetzt hier, die ich jetzt hier unten dargestellt habe. Und das sRGB ist natürlich größer, aber auch zum Beispiel hier an der Stelle kann man es auch schon sehen. Die sind teilweise schon deckungsgleich, mehr oder weniger. Und wenn ich jetzt ein Feld-, Wald- und Wiesenbild mache, irgendwo im Innenraum oder sonst irgendwo und habe meinen Farbraum sRGB eingestellt, dann sind die Farben nie wahrscheinlich so extrem, weil ich nicht mit Studiobeleuchtung oder gearbeitet habe, sondern ein ganz normales Foto gemacht habe. Und dann sind diese Farbräume doch relativ ähnlich. Deswegen habt ihr eben schon gesehen, ich habe da auch relativ farbmetrisch eingestellt. Das trifft in den meisten Fällen zu.
Hierbei wechsle ich einfach nur das Etikett. Hierbei kann ich jetzt einfach sagen, also von RGB einfach, du bekommst jetzt das neue Label CMYK jetzt drauf. Das heißt, ich sehe diesen Farbort, ich nehme ihn wahr, ich kann ihn in RGB darstellen und ich kann ihn auch mit meinen Druckfarben CMYK auch so erreichen, mit bestimmten Anteilen natürlich, mit Flächendeckungen auf einem bestimmten Bedruckstoff, dass dieser Farbeindruck jetzt quasi gleich ist. Dazu gibt es auch ein schönes Tool www.gamutmap.de, eine super Software, wie ich finde, die ihr euch online kostenfrei anschauen könnt. Und zwar könnt ihr hier, ich habe es mal hier dargestellt, unterschiedlichste Farbräume, Arbeitsfarbräume, RGB, CMYK, LAB, ISO-coded, One-IFRA-Newspaper, also für den Zeitungsdruck und so weiter auswählen und habe dann über das gesamte Spektrum gesehen und mit verschiedenen Sättigungsstufen oder Grauwertstufen habt ihr jetzt dann die Farbeindrücke jeweils übersetzt, die in diesen Farbräumen jeweils gleich zu erreichen sind. Also ganz klasse, schaut euch das mal an, wählt mal verschiedene aus und schaut mal, was dann noch übrig bleibt. Aber das wäre ein super Tool für Grafiker, für Designer. Wenn ihr hingeht und ihr legt ein Logo an beispielsweise und sagt, ja, ich hätte aber jetzt ganz gerne oder mein Kunde möchte selbstverständlich, dass jetzt der Farbeindruck meines Logos überall gleich aussieht, dann könnte man jetzt mit dieser Farbauswahl da einfach mal arbeiten. Das ist eine coole Geschichte, finde ich. Ja, der letzte Fall Nummer 4 wäre der, dass mein Farbort nur im CMYK-Farbraum darstellbar ist. Das heißt, natürlich sehe ich ihn, ja, wir sind immer noch im LAB-Farbraum, sehen kann ich alles, aber ich kann diesen Farbort hier nicht mehr in RGB darstellen. Auch den Fall habe ich jetzt mal hier über ICC View nochmal hier versucht darzustellen und im Vergleich von ISO-Coded und sRGB. Und ihr seht, ISO-Coded guckt hier im Grün, in Richtung Cyan-Bereich, das ist eher so die sensiblen Farben dann immer, schaut der hier aus meinem RGB-Bereich heraus. Das heißt, wenn ich jetzt mit sRGB gearbeitet hätte, im Vorhinein, dann hätte ich gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt, diesen Farbeindruck dann darzustellen, weil diesen Farbeindruck gibt es von der Darstellung her in sRGB überhaupt gar nicht. Ich hätte ihn aber erreichen können. Also arbeite ich jetzt in ISO-Coded, dann habe ich jetzt diesen Farbeindruck, kann ihn erzielen, aber ich könnte ihn jetzt am Monitor mit meinem iMac, Apple Monitor beispielsweise oder mit einem gängigen Büromonitor, der so nicht über einen Wide Gamut Farbraum verfügt, könnte ich diesen Farbeindruck, den ich jetzt in CMYK erreichen könnte, allerdings gar nicht mehr darstellen. Ja, soweit diese 4 Fälle. Wir schauen uns jetzt nochmal gerade an, wie jetzt gerade nochmal ganz grundlegend diese Farbraumtransformation von einem, ja, ich sage es, wie es so schön heißt, von einem Quellfarbraum in den Zielfarbraum funktioniert. Ja, herzlich willkommen wieder hier am Whiteboard und zwar nach unseren 4 Fällen des sogenannten Gamut Mappings schauen wir uns jetzt mal gerade an, was jetzt überhaupt nochmal da ganz generell passiert. Und zwar, wir kommen von einem sogenannten Quellfarbraum, also beispielsweise unser sRGB als Farbprofil, als Arbeitsfarbraum an. Das Ganze wird umgewandelt, oder unsere Farbinformationen werden umgewandelt in den sogenannten PCS, in den Profile Connection Space, also in diesen Farbraum oder Farbverbindungsfarbraum oder Profilverbindungsfarbraum. Und das ist natürlich unser LAB, CIE-LAB. Und aus diesem Farbraum LAB heraus, also in dieser neutralen Beschreibung des Farbeindruckes von RGB, geht das Ganze jetzt in den sogenannten Zielfarbraum, also beispielsweise nach ISO-Coded. V2. So, ja, jetzt ist die Frage, was passiert denn überhaupt ab hier? Das heißt, mein Farbeindruck sRGB, meine Werte werden nach LAB konvertiert über eine mathematische Transformation jetzt in dem Fall. Aber was passiert jetzt ab hier? Und zwar arbeitet jetzt unser Color Management mit sogenannten Color Lookup Tables, CLUT oder auch einfach nur LUT, Lookup Table.
Eine Color Lookup Table, ich übersetze das Ganze jetzt nach Deutsch, ist eine Farbnachgucktabelle. Und jetzt sind wir wieder bei Parship. Das heißt, ich kann jetzt in meiner Tabelle nämlich nachgucken, welche Farben passen denn jetzt zueinander? Welche Farben sind jetzt so miteinander gematcht, dass die für diesen Farbeindruck denn jetzt möglichst ähnlich sind? Das heißt, der erste Fall, der jetzt hier passiert, ist die CLUT, die Color Lookup Table. Und diese Color Lookup Table, ja, die findet ihr im Farbprofil bzw. in den Charakterisierungsdaten. Doppelklick auf ISO-Code drauf, geht ganz runter auf den letzten Eintrag im Dateiheader, also auf Target. Und dann kommen ja diese 1617 Farbfelder, die als Stützgerüst für die Darstellung des Farbraums ja dienen. Und ja, unsere CMM, ich habe es euch eben im Video dann in Photoshop schon mal gezeigt, eingestellt in den Farbvoreinstellungen, die hat jetzt einfach die Aufgabe, jetzt anhand dieser Farbnachgucktabelle, anhand des Farbprofils jetzt da die passenden Partner rauszusuchen und jetzt zu sagen, ja, okay, dann, wenn ich dich jetzt gefunden habe, lieber von RGB nach LAB übersetzter, gematchter Farbeindruck, ja, dann schaue ich doch einfach nur noch im Farbprofil nach, wo ich dich denn da jetzt als CMYK-Wert finde und dann habe ich dich gematcht. Wir sind bei Parship. So, das ist der erste Fall. Der zweite Fall, der passieren kann, ja, er findet den Farbeindruck nicht, also muss er ihn neu, in dem Fall jetzt, ja, berechnen natürlich. Ja. Da tritt jetzt auch nochmal die CMM natürlich, die Color Matching Method in Kraft, ja auch als in Anführungszeichen Farbrechner dann natürlich bezeichnet. Und wenn jetzt noch, wir wechseln nochmal den Stift, wenn jetzt die CMM nochmal zur Neuberechnung, weil er halt den passenden Partner da nicht gefunden hat, nochmal in Aktion tritt, dann nimmt er sich was zu Hilfe und nach dem Motto, ja, wie soll ich denn jetzt das Ganze anpassen? Und das sind die sogenannten Rendering Intents. Also RI kürze ich das Ganze mal ab. Also die Rendering Intents in Photoshop als Priorität dargestellt, also perzeptiv und relativ und absolut farbmetrisch natürlich. Ja, die kommen dann zu Hilfe und letztendlich landet er dann damit bei CMYK in unserem sogenannten Zielfarbraum. Also, Color Management, das sogenannte Gamut Mapping, die Farbraumtransformation von RGB nach CMYK, von einem größeren in einen kleineren Farbraum, ist eigentlich rein gedanklich gar nicht so schwer. Die Werkzeuge haben wir in Photoshop, in InDesign, in Illustrator. Ihr könnt das über die Bridge wunderbar synchronisieren, dass ihr also in allen Bereichen, in allen Programmen die gleichen Farbeinstellungen habt. Nutzt diese Möglichkeiten und ja, wie es grundlegend funktioniert, habe ich euch gerade gezeigt. Viel Erfolg beim Color Management und beim Gamut Mapping.